Unsere Arbeit beginnt da, wo wir theoretische Rahmenkonzeptionen für die untersuchten Domänen bei PISA jeweils reviewen, bevor sie dann in die Erhebung einfließen. Wir schauen uns auch Fragebogen an, überprüfen, ob diese für die Schweiz angepasst und angemessen sind. Wir übersetzen in die Sprachen, die relevant sind im Schweizer Kontext, nehmen nationale Adaptationen vor, testen die Daten dann in den Piloterhebungen und setzen sie dann für die Haupterhebungen definitiv ein, sodass wir nachher Daten haben, die zuverlässig sind, die ausgewertet werden können und die in die Berichterstattung einfließen für die Auftraggebenden. Wir sind jetzt im Februar 2024 in dem Moment, dass wir die Instrumente am Fertigstellen sind, die in der Piloterhebung im Frühjahr 2024 dann zum ersten Mal eingesetzt werden und getestet werden, sodass wir sie nachher überarbeiten und optimieren können, damit sie bereit sind für 2025. Wir werden dieses Mal zum ersten Mal an der von der OECD eingerichteten innovativen Domäne teilnehmen. Die heißt Learning in a Digital World. Dabei geht es vor allem um das Lernen im digitalen Kontext, also wie gut Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert arbeiten können in einer digitalen Lernumgebung und sich gewisse Kompetenzen aneignen und diese auch dann ausführen können.